Autoverkehr minimieren und einen Platz für alle schaffen, damit der historische Markt einem Begegnungsort und nicht mehr einem Autobahnkreuz gleicht. Das größte Problem war, dass der Markt eigentlich als solches gar nicht bestand. Es war eigentlich mehr oder weniger eine Durchfahrtsstraße, die eigentlich jetzt hier den Namen Markt getragen hat. Schönebecks Lösung? Außergewöhnlich. Für die Neugestaltung des Marktplatzes war es wichtig, die Innenstadt aufzuwerten, wieder das Leben in die Innenstadt reinzubringen. Wir haben damals geprägt, der Markt muss die gute Stube der Stadt werden. Eine Ortsumgehung wurde gebaut und damit der Verkehr im Zentrum deutlich weniger. Das war ein erster Schritt. Der zweite, ein Pilotprojekt, Shared Space. Ja, Shared Space oder gemeinsamer Raum ist ein Verkehrsprinzip. Die Idee besteht im Wesentlichen, dass man auf verkehrstrennende Bereiche verzichtet. Im Wesentlichen gilt das Verkehrsprinzip rechts vor links, gegenseitige Rücksichtnahme und natürlich auch angemessene Geschwindigkeit. Unsicherheit schafft Sicherheit, hört sich auf den ersten Moment ungewöhnlich an. Durch diese Platzgestaltung, durch diese Ungewohnheit wird eine erhöhte Aufmerksamkeit erzeugt. Schwellenfreies Pflaster ermöglicht Barrierefreiheit. Ein Bodenleitsystem, zudem sichere Orientierung für blinde und sehbehinderte Menschen. Seit der Umgestaltung hat sich für mich sehr viel verändert. Es ist eine sehr positive Entwicklung, geschäftlich für mich. Kunden verweilen hier, was vorher nicht war, weil vorher war der Markt trist und trostlos. Also das muss man so sagen. Und deswegen ist er jetzt, wie er jetzt gestaltet ist, wird sehr gut angenommen. Und das macht es eigentlich aus. Schönebecks neue gute Stube lädt heute alle ein. Zum Spielen und Verweilen. Es standen sehr viele Bäume auch auf dem Marktplatz schon damals. Haben eigentlich das Rathaus, das historische Rathaus, so ein bisschen verdeckt. Wir haben uns vorgenommen, diese Bäume nicht zu fällen, sondern 5 Bäume haben wir umgepflanzt. Am Brunnen, wenn man diese Geräusche des laufenden Wassers hört, hat man so ein richtiges beruhigendes Gefühl. Auch die Bänke sind wichtig in dem Bereich, nicht nur zum Sitzen, sondern auch gestalterische Elemente. Die haben die Funktion so ein bisschen der Verkehrsführung. Ich bin begeistert, ganz ehrlich. Und im Hintergrund, den trutzigen Bau des Rathauses, fühlt man sich unheimlich geborgen. Und denkt, es ist ganz gut, Schönebecker zu sein.